Eigentlich habe ich ja solche Kämpfe nicht so häufig vor. Und ja, hier ist Hieravias. Hieravias, genau so hieß er ja. Ein kleiner Orleaner mit zerlumpter Kleidung, der auf einem Stück rohem Fleisch herumkommt, murmelt eine Begrüßung und winkt mit seiner Hand. Trotz seines zufriedenen Lächelns ist der obere rechte Teil seines Gesichts schlimm zugerichtet. Eine mit einem Augapfel bestickte Augenklappe ist um seinen großen Kopf gebunden und während sein eines Ohr als verstümmelter Rest dessen nur noch zuckt und krampft, stellt sich das andere munter auf, als du dich näherst. Neben ihm ist der Kadaver eines Hirsches auf dem Boden ausgebreitet, der aussieht, als sei er von einem Bären oder Wolf zerrissen worden. Neben dir hörst du ein gurgelndes Grummeln. Sagani legt sich ihre Hand auf den Bauch. Ihr Blick ruht immer noch auf dem Tierkadaver, immer noch frisch. Itumak hängt seine rosa Zunge aus dem Mund. If this is your deer, you need a new game warden. Name's Hieravias. Hungry? I can't eat all this. First catch of the day, help yourself. Wenn das dein Hirsch ist, brauchst du einen neuen Jagdaufseher. Er lächelt, wobei ihm Sehnenstücke von seinen blutigen Lippen baumeln. Hieravias heiße ich, sagt er, wobei sein gutes Auge funkelt. Hungrig? Der ganze Hirsch wird mir zu viel. Er geht einen Schritt zurück, wobei er die Arme ausbreitet und dir den Kadaver präsentierst. Erster Fang des Tages, greift ruhig zu. Das solltest du vielleicht erst kochen. And ruin the original texture? That's the best part! Just see for yourself. Was, und dadurch die ursprüngliche Maserung ruinieren? Das ist doch das Beste. Er kichert und wischt sich kleine Stückchen Hirschfleisch von den Lippen. Sieh doch selbst. Er wendet seine Aufmerksamkeit dem Kadaver zu und stößt seine Hände in die aufgestellte Bauchhöhle des Hirsches. Eat up. Lächelnd hält er dir das abgerissene Ende der Innereien des Hirsches hin. Aufessen. Nach dir. Seine Augen suchen Blickkontakt zu deinen, als er mit einem kräftigen Biss ein mehrere Zentimeter großes Stück herausreißt. Er kaut langsam, während er sein Auge zusammenkneift. Mm, so delicious. Now I know the deer had elderberries for its last meal. Are you sure you don't want to try some? So köstlich, er sagte mit zuckendem Gesicht. Er kaut fleißig weiter und schluckt die Innereien mit einem gequälten Lächeln hinunter. Jetzt weiß ich, dass der Hirsch zuletzt Holunderbeeren gefressen hat, meint er schmatzend. Willst du wirklich nicht ein bisschen probieren? Was hat den Hirsch getötet? One ornery Stelgar. Though looking at the deer's insides, it had a malformed but delicious heart and would have been dead within the year regardless. Er kichert und kratzt sich am Stummel seines zur Hälfte abgetretenen rechten Ohres. Ein widerspenstiger Stelgier. Als ich mir die Innereien des Hirsches ansah, fiel mir das deformierte, aber köstliche Herz auf. Er wäre ohnehin innerhalb eines Jahres daran verendet. Galloway chose a fitting end for this fine animal. Pardon me, I shouldn't pray with my mouth full. Galloway hat für dieses stolze Tier ein passendes Ende gewählt. Er beugt seinen Kopf zu dem Hirsch und beginnt atemlos zu singen, hört dann aber abrupt auf. Bitte verzeih, ich sollte nicht mit vollem Mund beten. Erzähl mir etwas über Galloway. Lord of the Hunt, Patron of all Seekers. I'm the wrong person to ask. Der Fürst der Jagd, Gönner aller Suchenden. Verstummt. Das fragst du den Falschen. Er schiebt seine Haare zur Seite, was eine genaue Betrachtung seiner Augenklappe gestattet. Auf das abgenutzte Leder wurde das stilistische Muster eines Auges gestickt. As a child, I would worship Galloway in hopes of being a great hunter. But I have since come to know well. He who sees and is not seen. Als Kind huldigte ich Galloway, um ein großer Jäger zu werden. Aber seitdem hier... Er deutet auf seine Augenklappe, habe ich Whale kennengelernt. Ihn, der selbst sieht und nicht gesehen wird. Erzähl mir vom Whale. Whale is the god of mystery and obfuscation. Whale does little to intervene, dictate or limit our actions. But nor does he make himself easily known. I would say I contemplate Whale more than I follow or serve him. Der Orleaner lächelt, öffnet seinen Mund, als wollte er sprechen und verstummt dann. Whale ist der Gott der Geheimnisse und der Verdunklung. Whale schreitet in unseren Taten kaum ein. Noch diktiert oder beschränkt er sie und er gibt sich auch nicht einfach so zu erkennen. Ich würde sagen, dass ich mehr über Wade nachdenke, als ihm zu folgen oder zu dienen. Und was für dich her? Other than the delicious venison, new trees to document, new animals to sketch, new sights to be seen. I've learned as much as I can from the druids of my circle. I'd rather wander and learn than take root and stagnate. Ich meine, außer köstlichem Wildfleisch, neue Bäume zu dokumentieren, neue Tiere zu zeichnen, neue Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ich habe so viel, ich konnte von dem Druiden meines Zirkels gelernt.
Ich würde lieber durch die Gegend ziehen, als Wurzeln zu schlagen und zu stagnieren. So, if you're traveling the Deerwood and need another set of hands, I'd welcome the safety of a group. Wenn du also den Deerwood bereist und noch ein paar Hände mehr gebrauchen kannst, dann würde ich mich gerne in die Sicherheit deiner Gruppe begeben. Er grinst breit, als er das sagt. Fahr fort. Und was könntest du als Gegenleistung anbieten? Die Unterstützung eines Druiden wäre sehr willkommen. Warum bist du so erpicht darauf, dich mir anzuschließen? I'm a stranger around these parts, and I've had enough of solo travel for the time being. But it was just an offer, friend. If you have no need of an experienced druid, so be it. Er richtet sich auf und verschränkt die Arme. Ich bin in dieser Gegend fremd und fürs Erste habe ich genug, davon allein zu reisen. Er starrt dich mit besorgtem Gesichtsausdruck an und kratzt sich im Fell um sein halb abgedrehtes Ohr herum. Aber das war nur ein Angebot, Freund. Wenn du keinen Bedarf für einen erfahrenen Druiden hast, dann sei es ebenso. Betrachte dein Angebot als angenommen. It'll be an honor to run with a pack for a change. Er schießt nach vorne und fasst dich bei den Seiten. Wunderbar, es mir eine Ehre sei, mal wieder mit deinem Rudel umherzuziehen. So, damit ist der Gruppe beigetreten, hat die Gruppe verlassen. Ja, weil er gerade halt in Khet Nuwa ist. So, wenn wir hier runtergehen, dürften wir nicht weit kommen. Also mal zwischendurch mit der 5 speichern. Genau, weil hier ist durch den Regen alles überschwemmt. Das heißt, wie gesagt, den Teil können wir gar nicht erkunden. Wir können uns nur noch hier oben umgucken halt. Also gut, wir könnten nach Dürfurt reisen, aber das bringt für den Augenblick ja nichts viel. Wir sollen ja eigentlich nach Trotzburg. Oh, eine Delemgarn. Also eine normale Delemgarn. Oh, niedriger Ausdauer für Itomak. Okay, Itomak zurückziehen war keine gute Idee. Wie viele Löwen wollen da noch kommen? Älterer Löwe sogar. Na, hauen wir den mal um. Machen ihn zu unserem Lieblingsfeind. Verpassen ihm eine. Verpassen ihm noch mehr. Stand still. No. Nimmt das dann irgendwann noch ein Ende? Got an arrow for the... Hau den mal um mit der und dann löst dich aus seiner Angriffsbindung. So ist gut. Varathis! Yes! Gott, das war ein Gemetzel. I'm here. Vor allem war das böse, dass da so viele Löwen noch an den Rand gekommen sind. Also ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass das die einzigen bösen Kämpfe hier in dem Gebiet waren. Na gut, der hat noch ein paar Lebenspunkte, aber die
sind schneller weg, als man gucken kann. Und ich weiß, ich könnte einfach rasten. Oder wenn ich den Skill hätte, wie jemand sicherlich jetzt gleich klugscheißern würde. Könnte ich hier der einfach mit einem Sanitätsskill heilen. Aber ich finde dafür, dass man einfach rasten kann, um die ganze Gruppe zu heilen und das ziemlich häufig, leicht. Also ich muss ja eigentlich nur als nächstes die oh, jetzt sieht das Ding richtig aus hier unten. Ich müsste ja als nächstes nur die Leuchthöhle instand setzen, was nicht mal viel kostet. Dann könnte ich jederzeit in der rasten. Brave. Wilde Druiden. Das ist echt eine Gruppe. Okay. Das hat jetzt, glaube ich, Idee umgehauen. Und ja, das sind zu viele. Schon Quick Save. Wäre der hier. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Defiance Bay einfach. Weil die Druiden sind auch ein bisschen stark. Yes. Das würde mich viel zu viel Ressourcen kosten. Also ziehen wir ab und ab nach in die Edelwarnbrücke. Kann auf mein Lager zugreifen. Yay. Ist auch lustig, die Edelwarnbrücke ist komplett aufgedeckt. Was wollte ich gucken? Ach ja, wie lange dauert es jetzt eigentlich noch, meinen Kerker zu bauen? Ein Tag, 6 Stunden. Okay. Hey. Ja, hier stehen überall Gemeine rum, also einfache Bürger. Wenn du ein Gasthaus suchst, dann Fuchs und Gans hat das weichste Bett und das beste Ehl. Mhm. Wir trugen im Trostboot, aber benimmlich in unserer Stadt, verstanden? Ja, habe ich vor. Obst. Gemüse. Justiz hier. Was kann ich für dich tun? Du wirkst nervös. Gibt es Probleme? Tausende davon offen gesagt. Es kommen Flüchtlinge aus allen Himmelsrichtungen, weil sie irrtümlicherweise glauben, hier werden die Dinge besser. Das Vermächtnis hätte uns irgendwie ausgespart. Also kommen sie mit keinerlei Aussichten und kaum Geld in der Tasche und machen alles nur noch schlimmer. Dann musst du dich von oben bis unten. Nichts für ungut. Was kannst du mir über Trutzbucht sagen? Es tut mir leid, ich habe keine Zeit, aber es klingt, als würde dieser Irre von den Dutzenden Rowan wieder Unruhe stiften wollen. Er nickt mit dem Kopf Richtung Tor. Er sagt dir bestimmt gerne alles über die Stadt, durchzogen von der Propaganda der Dutzenden, versteht sich.
Ich suche nach dem Voidika-Tempel. Er kratzt sich am Bart. Ich weiß nicht, was du dort willst. Er zuckt mit den Achseln. Wenn du deine Neugier nicht zügeln kannst, musst du nach Urfeuer. Auf Wiedersehen. Er grunzt und viel Glück. So, und damit betreten wir jetzt den zweiten Akt. Auf in den Kupferweg. Na ja, nach der langen Reise wird es mal Zeit zu rasten.